Weiter geht's bei The Crust und wir sind dabei, heute hoffentlich die großen Batterien fertigzustellen und wir haben noch eine ganze Menge mehr zu tun. Also wir gehen erstmal nach unten und wollen, während das durchläuft, zwei Forschungsstationen bauen. Die sind mir sehr wichtig, damit wir in der Lage sind, uns hier zu versorgen. Einmal tatsächlich die Engineering Labs. Was brauchen wir? 10? Ui, das ist natürlich ärgerlich. Was brauchen wir? 10 Schaltkreise dafür? Eieieiei. Okay, das können wir uns... Oh, falsch. Oh, das ist ja doof. Das können wir uns nicht mal leisten, ey. Oh, ist das ärgerlich, ey. Das können wir uns nicht mal leisten. Wir haben zwar 2 Etagenbetten da drauf. Das Wasser wird nicht voll. Das wird hoffentlich bald voll. Ah, ist das ärgerlich. Das können wir aktuell nicht mal bauen. Weil wir die Produktion für unsere Mikrochips noch nicht haben. Jetzt bin ich am gucken, dass die Microcircuit Factory. Dazu brauchen wir erstmal die seltenen Erden. Ja. Das braucht Aluminium und Eis. Daraus wird Gas produziert. Bin ich kein Freund von. Will ich auch eigentlich nicht haben. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir es wirklich auch in Richtung der seltenen Erden kommen. Solange müssen wir den Kram immer noch von der Erde aus kaufen. Das wäre sehr ärgerlich. So, jetzt sind wir bei... Wie viel Energie fehlt uns? Also wir brauchen mindestens 2 große Batterien, ne? Wenn nicht sogar 3. Dann hätten wir erstmal ausgesorgt. Not enough power, ich weiß es. Ja. Ich weiß. Wir haben in der Nacht nicht genug Energie. Es ist so. Es ist ja, wie es ist. Okay, gut. Aber die Forschung geht weiter. Wir haben noch 23 Tage. Dann ist das hier, dann ist die Batterie fertig. Dann sollte das soweit funktionieren. Wir forschen bereits an den Conveyor Belts weiter. Und danach, hoffentlich kriegen wir es hin, die Verarbeitung von seltenen Erdmineralien hinzubekommen. Und jetzt müssen wir... Jetzt haben wir wirklich einen minimalen Stillstand-Moment. Wir könnten gleich nochmal schauen, dass wir Leute besorgen. Aber wir müssen vor allen Dingen gucken, dass die Preise wieder mal ansatzweise vernünftig sind, dass wir mal was verticken können. Um Gottes Willen, ey. Boah. Wie sieht's denn mit Beton aus? Bitte, was kostet das? 53? Nee, im Ernst. Echt jetzt? Ja, voll machen die Möhre. Bringt 15.000. Ja, dann verkaufen wir Beton, ganz klar. Bringt zumindest Gewinn 15.000. Könnten wir gleich noch einstarten. Macht es hier eventuell Sinn, einen 9.000er zu holen? Nee, das macht doch gar keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Jetzt gucken wir mal bei den anderen Sachen. 25 ersparen wir uns. Aluminium ersparen wir uns. Titanplatten. Oh, die können wir noch mit reinpacken. Oh, ja. Aber nicht alles, bitte. Wir brauchen nur 20 können wir nur mit reinpacken, bitte. So. Komponenten. Die können wir auch mitnehmen. 10 Komponenten mit rein, bitte. So. Intelligenter Beton, den passen wir entsprechend an. Auf 3000. So. 37.000. Und ab dafür. So. Dann sollten wir hoffentlich genügend finanzielle... Mittel haben, um uns Leute hier einzukaufen. Wunderbar. In der Zeit läuft die Forschung durch. Perfekt. So, ich habe das gerade mal ein bisschen übersprungen, das Aufladen des Teils. Und jetzt fliegt er weg und besorgt uns unsere Leute. Wunderbar. Zackebumm. Und da haben wir das Geld auf dem Konto. Und jetzt haben wir hoffentlich auch, die Science Station ist fertig. Zumal wir immer noch genügend Punkte haben. Das ist noch eine andere Sache. Und da kommt immer noch nichts rein. Das finde ich sehr schade. Ich hoffe, dass jetzt hier auch vielleicht gleich ein bisschen Wasser reinkommt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das nicht läuft. Aber es ist, wie es ist. Wir haben eine Wasserversorgung. Das steht soweit. Wir haben eine O2-Versorgung, das ist auch okay. Wir haben eine Temperatur, die ist halbwegs okay. Und wir haben das Ganze hiermit
Elektrizität versorgt, wobei er nicht meckert, also wird er wahrscheinlich auch entsprechend versorgt sein. So, das heißt, wir können uns jetzt mal auf den Weg machen und tatsächlich hier oben nach unseren Kolonisten gucken und mal schauen, wer sich dort bereit erklärt. Jetzt geht uns wieder ein Lichtlein auf, das ist sehr gut. Und ja, wir gucken mal hier rein ins Handelszentrum. Ich hätte tatsächlich gerne zwei Forscher, wenn ich ehrlich bin. Und, da ist einer, der ist günstig. Der ist Ingenieur. Der kostet uns nur 195. Oh, genial. Und ein Forscher kostet uns nur 30.000. Das wäre ja super. Ann-Sophie Bergstrom hat 246. Mediziner. Wir haben leider keinen Forscher so richtig dabei, ne? Ja, sag mal, Mediziner ist ja nicht schlimm. Aber Kane Stillwater finde ich richtig gut. Und auch Marina Vasiljenko. Keine Ahnung, ist mir egal. Die sind jetzt, glaube ich, gleichwertig. Einmal die beiden, 30.000 und ab dafür. So, ich hoffe, dass wir jetzt echt alles haben. Cargo Pot Reti. Okay, einmal direkt dahin bitte. So, dann schauen wir mal, dass wir die Kolonisten erstmal... Ah, du musst da reparieren. Die haben halt auch genug zu essen, das passt. Jetzt müssen wir einmal in die Kolonistenverwaltung gehen. So, einmal kurz in die Pause. Jetzt müssen wir in die Kolonistenverwaltung gehen und gucken, was die beiden machen. Klar, die produziert jetzt hier ihre Parts als Ingenieurin. Das ist erstmal, denke ich, okay. Und als Botaniker unten in der Botanik zu stehen, ist okay. Wir gucken mal Assignments. Work Mode. Oh, das ist ein bisschen übertrieben. Wir machen mal ein bisschen was rüber. Global Settings. Das passt schon. Und... Ja, er kümmert sich ein bisschen um die hydroponische Farm und sie um die Components Factory. Finde ich okay. Das können wir so lassen. Ja. Da muss noch Metall mit rein. Das könnten wir von da hinten mit abzweigen. Aber da fahren die Drohnen noch rum. Das finde ich jetzt auch erstmal nicht schlimm. Okay. Dann geht die Produktion der Komponenten etwas schneller vonstatten. Und dann hoffen wir mal, dass unsere Kolonisten jetzt hier hoffentlich ein bisschen etwas haben. So, was fehlt uns hier? Ah, Strom. Ne, fehlt hier Strom? Eigentlich nicht, ne? So, was machst du da? Sanitäterin. Ingenieur. Tja. Also finde ich jetzt erstmal ganz gut, was die da machen. Okay, so, 10% noch, dann sind die Batterien fertig. Das freut mich. Oh, wir wasten schon wieder Science Points. Das könnte jetzt in der Tat ein Problem sein. Dann werden wir den Conveyor Belt mal wieder rausschmeißen. Das ist ja nicht schlimm, denn wenn wir den wieder reinpacken, dann bleiben die Forschungspunkte erhalten. Ich würde tatsächlich... einmal gucken, ob wir die Punkte sinnvoll in was anderes investieren können. Wir machen das doch mal in den thermoelektrischen Radioisotopengenerator. Ja. Dann kommen wir nämlich in der Solarpanel-Upgrade. Gott, 12.000, ey. Gigantisches Solarpanel, Kraftstofffabrik-Upgrade. Erstmal gehen wir zu den großen Batterien. Das bringt uns schon mal eine ganze Menge. Okay, sehr schön. Also, das haben wir auch. Läuft die Produktion jetzt hier auf Hochtouren. Nahrung haben wir ja leider immer noch hier drin. Ne? Warum auch immer. Aber da wollen wir auch noch die Küche haben. Aber da will ich jetzt wirklich erstmal gucken, dass wir die nächsten Produktionsmethoden hinkriegen, damit wir eben diese Sachen auch selbst bauen können. Ich will jetzt eigentlich hier dieses Ding nicht selbst hier errichten, sondern mit viel Glück die Mikroschaltungen einfach selbst produzieren. Das wäre hier das Optimum. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Und ich hätte ja eigentlich gerne noch die erste Batterie fertig.
Wir könnten natürlich gucken, dass wir uns nochmal so einen Science Point holen und dort ein bisschen schneller werden. Dass wir auf dem Markt Science Points, dass wir nochmal uns den kleinen holen mit 6 für 11.000 hier. Ja, den holen wir uns nochmal. Dass das noch ein bisschen schneller geht. Dann sind es nur noch 3,8 Tage. Dann hoffe ich mal, kriegen wir noch die ein oder andere Batterie fertig. So, in der Zeit werden wir mal ganz fix hier die Sachen wieder auf normale Priorität schalten. Dass wir wenigstens ein ganz bisschen Ladung noch in die neue Batterie reinkriegen. Das wäre mega, mega cool. Dann machen wir die Verarbeitung von seltenen Erdmineralien weiter. Das hoffentlich das CPU-Data-Center bzw. den thermoelektrischen Radioisotopengenerator. Dass wir bei der Verarbeitung der seltenen Erdmineralien es hinkriegen, in Richtung der Mikroschaltungsforschung zu kommen. Hier unten. Die können wir noch gar nicht bauen, weil wir erst das Ding fertig machen müssen. Das wäre so das Ziel. So, jetzt hoffe ich mal 96, 97... Komm schon, wir brauchen noch ein ganz bisschen. Es sinkt schon. Los jetzt. Das wird verdammt knapp. Ich habe das Gefühl, dass das wahrscheinlich... Und komm, 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 komm. Los. 100%. So, fertig. Große Batterie bitte. Einmal. Na, falsch. Dahin. Und bitte mit Priorität bauen. Haben wir alles auf Lager? Und jetzt bitte ganz fix das Ding aufbauen, Leute. Wirklich. Maximalen Hyperspeed, ja. Ich will hier noch ein bisschen... das wird nix, das wird nix. Ah, ist das doof. Schade, jetzt geht schon die Batterie. Jetzt werden wir da wahrscheinlich keine Ladung mehr reinkriegen, ne? Ja, es fehlt das Metall. Ach, schade. Ja, jetzt sind wir schon wieder in den Miesen. Na, dann ist es jetzt egal. Dann ist es jetzt egal. Dann können wir tatsächlich jetzt auch in Ruhe nochmal zwei weitere Batterien aufbauen. Dann sollten wir hier das Thema... Das Thema zumindest Batterieleistung so allmählich hinter uns lassen können. So, dann bauen wir da nochmal zwei Batterien auf. Das sind dann CPU. Krass. We will soon reach the limit. Hoffentlich keine von Intel. We will need data centers. An important note, if I may. Data centers are very particular about installation conditions and require a lot of microcircuits and microprocessors. It would be more cost effective to focus on optimizing existing production. More technologically. Ja. By studying new technology. Ja, danke, das habe ich jetzt tatsächlich schon mitbekommen. Natürlich kostet das eine ganze Menge. Wir sind bei 186, wir können nicht mehr allzu viel bauen. Wir müssen also wahrscheinlich leider, jetzt müssen wir gucken, wo die Dinge überhaupt sind, Mikroprozessoren kaufen. Was kostet das? Der braucht sogar richtige Mikroprozessoren. Das wird teuer, Leute. Was kostet es denn, einen Mikroprozessor zu kaufen? Ja. Alles klar. Gucken wir mal, dass wir ein paar seltene Erden hier produzieren. Wir haben jetzt auf jeden Fall 150... Director, the repeater has picked up an unusual signal, seemingly emanating from a mobile drilling rig that was hit by the explosion. Okay. These colossal machines serve as self-contained lunar regolith mining platforms. They are scarce and costly, but deploying them in resource-rich areas has proven highly lucrative for our business. We mustn't let this opportunity... Okay. Signalherkunftswort, schicke einen Rover zum letzten bekannten Standort der Mba. Aber ich hab doch gar keinen Rover.
Die Frage ist, wo ist das? Wir haben ja noch in diese Richtung noch überhaupt gar nichts gemacht. Wo soll denn der sein? Ah, da oben. Eine Expedition einrichten. Ja, kein Transport verfügbar. Ich weiß, wir haben ja keinen Rover. Das sagte ich ja bereits. Es ist ja die Frage, ob wir uns eventuell mal überlegen, ein, was kostet das? Du Heiligsblechle. 145.000. Okay, dann mal so ein bisschen für sparen. Ja, dann warten wir erstmal ab, machen erstmal unsere Forschungen, die wir jetzt haben, weiter. Wir können hier die Komponenten weiter erforschen. Das machen wir alles. Ich will auch hier tatsächlich bewusst keinen hinbringen mit Stahl oder sowas. Das heißt, er kann ja erstmal die Komponenten auch ganz gemütlich weiter erforschen. Ist auch kein Problem. Hier vorne läuft das auch soweit. Also das sieht jetzt erstmal alles gut aus. Das machen wir hier vorne, ja. Aber da werden wir erstmal jetzt ganz ruhig bleiben. Ich will als nächstes das CPU Data Center, gut, ist eigentlich egal. Wir machen erstmal die Verarbeitung der Erdmineralien, der seltenen Erden. Und dann gehen wir in Richtung der Microcircuit Production, dass wir normale Mikroschaltungen bauen können. Microcircuits Factory, dass wir dort wirklich ein bisschen was bauen können. Und da können wir uns schon mal angucken, wie wir das aufbauen. Das Ganze. Wir sind ja dabei, dass wir Silizium brauchen. Das heißt, wir können die auf jeden Fall hier hinten hinsetzen. Und wir müssen auf das Förderband dann wir könnten das hier abzweigen. Hier noch einen Abzweig reinmachen. Hier lang, hier abgehend. Und hier unten das ganze Material sammeln. Bisher sieht das mit diesem Filtersystem gut aus. Das nächste Upgrade ist ja mehr oder weniger, ich weiß nicht, ist das jetzt fertig? Ist noch nicht fertig. Dann schaffen wir anstatt 60, 150 Materialien. Dann ist das auch von der Geschwindigkeit her. Also ich sehe da wirklich jetzt überhaupt kein Problem. Das heißt, wir gehen dann hier ab, filtern das uns hier raus und bauen die Mikroschaltungsfabriken dann hier hinten mit der Option und dem Platz, dass wir auf jeden Fall noch mehr Silizium hier einleiten können. Aber wenn ich mir angucke, dann sind wir bei dem Teil, also wir sind hier bei 1000 Silizium mittlerweile. Die Dinger sind rappelvoll. Also wir können ja gar nicht produzieren. Wir müssen hier schon wieder was machen. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt wirklich davon mal eine Ladung verkaufen, unabhängig davon, wie viel Geld das bringt. Wir produzieren davon jetzt echt ein bisschen viel. Ich hoffe mal, das bringt ein bisschen Kohle. 26. Das ist ja peinlich. Wir müssen die loswerden. Das bringt nichts. Machen wir 3000 voll. Vielleicht kriegen wir damit dann noch schon ein bisschen mehr Geld. So. Wir können natürlich auch noch Aluminium mit reinpacken. Da ist der Preis gerade halbwegs okay. Titanplatten. Der ist gut. Da packen wir mal, sagen wir mal 30. Mehr nicht. So, Komponenten. Ja, ist okay. Wie viel haben wir? 53. Können wir auch 30 mit reinpacken. Auch nochmal ein bisschen Geld. Aluminium. Machen wir nochmal nicht allzu viel, 30. Und den Rest füllen wir mit Silizium auf. Okay. Einmal verkaufen. Zack. Und dann sollte das auch funktionieren. So, wie geht's unseren Leuten? Kane Stillwater und Marina Vasiljenko. Work Mode sieht gut aus. Tja, ihr Lieben, wie geht's euch? Needs Payments? Kann ich nicht draufklicken. Warum? Er hat Hunger. Er könnte aber essen. Elektrizität hat er. Komfort ist uns egal. Klingt doof, ist aber so. Das haben wir gesehen. Geistige Gesundheit. Okay, Marina Vasiljenko hat Hunger. Müsste aber in meinen Augen definitiv essen können. Ja. Hat er sich hier was genommen? Ja! Ja, es geht! Haha! Da ist es! Marina ist am Essen! Oh, sehr gut. Oh, das freut mich ungemein. Die Frage ist nur, wo sie ihre
ihre anderen Sachen hinmachen. Na, wahrscheinlich irgendwo hier hinten hin oder so. Egal. Schlacke, Abfälle bitte hier entsprechend mit rein. Sehr schön. Also das läuft. Hier ist der große Schlackebehälter. Der läuft auch langsam voll. Da müssen wir gucken, dass der nicht zu voll läuft. Ansonsten müssen wir wirklich die Betonproduktion nochmal steigern. Da hinten sieht es auch gut aus. Ja, jetzt hoffen wir, dass uns ein Licht aufgeht, damit die Batterien voll werden. Das braucht Reparatur. Bitte einmal reparatieren. So, Research. Was haben wir gehabt? CPU Data Center, ne? Genau, jetzt die Verarbeitung der seltenen Erden, bitte. Mit 160. Jetzt ist die andere Forschung leer. Das ist nicht schlimm. Und danach das CPU Center. Oder... Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir durchrechnen, was wir noch alles brauchen. Also, wir holen uns eine Microcircuit Factory. Braucht zwei. Dann holen wir uns eine Raffinerie für seltene Erdmineralien. Braucht einen CPU-Kern. Mhm. Muss unten hin. Und das Fertigprodukt kommt nach oben. Das müssen wir leider unten hinstellen, weil wir Schlacke brauchen. Ansonsten müssen wir die Schlacke nach oben transportieren. Das macht keinen Sinn. Okay. Das passt soweit. Die Materialien haben wir alle. Das ist kein Problem. Und dann produzieren wir seltene Erdelemente. Die packen wir einfach damit aufs Förderband drauf, lassen die hier durchlaufen und packen die hier in ein Lager rein. Ja, das ist ein CPU-Kern, den haben wir noch. Und danach gehen wir in die Microcircuit Factory rein. Dann werden wir auch endlich das Silizium verbrauchen. Das Material haben wir auch alles. Das braucht 30 Energie, das müsste auch noch passen. Drei Arbeitsplätze. Mikroschaltungsproduktion läuft dann. Dann haben wir das Thema endlich erledigt hier und können uns kostenmäßig ganz darauf konzentrieren, nur noch die anderen Sachen zu kaufen. Also die anderen, damit meine ich die CPU-Kerne für unser CPU-Datencenter. Und hier werden wir dann auch mal irgendwann einen reinpacken, um dort jemanden forschen zu lassen. So, dann könnten wir mit dem nächsten Geld, wenn was wir hier übrigens bekommen, würde ich jetzt sogar mal so dreist sein und uns keinen Rover holen. Denn ihr habt mir seit Ewigkeiten gesagt, Nerd, ja, wackeln tut er an meinem Stuhl. Nerd, du musst endlich mal einen Roboter kaufen. Und wir können uns jetzt einen leisten. Und ich würde fast sagen, ein Roboter mehr. Ihr seht, das wird mit der Zeit natürlich immer teurer. Und ich weiß nicht, ob wir uns gleich zwei kaufen sollten. Die kosten am Ende 2200. Komm, wir machen das jetzt. Zwei Stück, zwei Roboter. Bupp, 100.000. Einmal bitte. Cargo Pod ready. Einmal dahin. Dann haben wir jetzt zwei mehr. Sehr schön. So, jetzt ist es ganz wichtig. Jetzt müssen wir aufpassen, wo unsere und wie unsere Energie aussieht. Jetzt ist es wichtig, ob wir es schaffen, dass wir die Akkus hier laden. Wir haben 430 auf 480. Pass auf, wir lassen das nicht dem Zufall. Wir bauen noch zwei Solarzellen. Da. Und da. Und da unten noch eine Batterie. Ich will das hier nicht den Zufall überlassen. Dass wir hier genügend Energie haben. So. Noch eine weitere Batterie laden, bitte. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug Power. Auch für die Nächte. Dann kann hier auf jeden Fall alles durchproduzieren. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Einmal 150 Energie mehr. Pro Teil sind es 75. Einen weiteren Akku. Komponenten haben wir alle da. Das produzieren wir alles. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das sollte eigentlich ausreichen, das Ding zu laden. Wir müssen ja den Verbrauch abziehen. Wir sind bei 1200 Energieerzeugung. 250 Verbrauch. Die beiden auch noch. Der Akku ist jetzt dann auch gleich fertig. Die beiden können wir bitte wieder depriorisieren. Und dann haben wir unsere Solarzellen und unsere Akkus.
Und dann können wir jetzt sogar mal einen großen Ping unter die Erde senden und einmal schauen, dass wir dort weiterkommen. Der ist in 20 Tagen fertig. Dann können wir da auch weiterkommen. Sehr gut. Also, das sieht extrem gut aus. Ich denke, wir haben jetzt noch 7 Kerne übrig. Das brauchen wir für die Mikroschaltungsfabriken und für die seltenen Erden. Und dann sind wir an der Grenze angelangt. Und wenn wir die Mikroschaltungen endlich produzieren, sollten wir auch hoffentlich in der Lage sein, dass wir mit unseren, dass wir nur noch die CPU-Kerne kaufen. Gut. So, da ist, Moment, was ist voll? Nee, du nicht, ne? Du bist voll. In dem Eis. Ja, okay. Warum er nicht läuft, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sauerstoff ist voll. Der läuft. Ich weiß nicht, ob ich das eventuell daneben bauen muss oder so, das Teil. Keine Ahnung. Oder ob ich ihn hier eventuell an so eine Haupt... da eventuell ranbauen muss. Pass mal auf, wir machen das mal. Ich meine, der funktioniert ja eh nicht. Können wir das Ding auch abreißen. Und einfach den Wassertank da hinstellen. Können Sie gleich rüberbringen hier. Halt, nicht, fahr doch nicht weg. Können Sie gleich da aufbauen. Es liegt hier überall das Zeug rum, ey. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wir wollen ja halt schon so einen kleinen Wassertank haben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Not enough water to operate the module. Es ist mir ein Rätsel. Na gut, irgendwann finde ich es noch raus. Schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt sind unsere Batterien alle rappelvoll. Mega gut. Mega gut. Die Nacht ist fast angebrochen. Die Batterien sind voll und wir müssten jetzt sogar mehr als genug Energie haben, alles zu versorgen. Wir produzieren jetzt 480, verbrauchen 380. Also wir haben genügend Energie, um unsere gesamte Base zu versorgen und sie nachts wieder aufzuladen. Autosave. Wunderbar. So, was ist das hier? Was liegt hier alles rum? Ach, da liegen auch noch Betonteile rum. Okay. Gut, 83%. Bald ist die Forschung fertig. Dann würde ich mal sagen, ich werde jetzt nochmal abwarten, bis die Forschung fertig ist. Und wir sollten jetzt hoffentlich zum ersten Mal eine Base sehen, die 100% versorgt wird. Ja, klappt immer noch nicht ganz, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil der Verbrauch wirklich noch nicht so hoch ist. Aber unsere Base kann versorgt werden. Unsere Base wird versorgt werden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann ist auf jeden Fall die seltene Erdentechnologie fertig. Solange warte ich dann noch offline. Und dann bauen wir die nächste Produktionskette auf. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.